So, Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video. Ich wollte euch was zeigen, bevor ich das wegschicke, wollte ich das nur noch schnell abfilmen. Jo, das ist halt was Neues. Ich habe hier eine schöne Karte gebastelt für jemanden. Das seht ihr dann spätestens bei der Überschrift. Das möchte ich jetzt in der Kamera nicht erzählen, aber das seht ihr dann spätestens bei der Überschrift. Gut. Ich habe jetzt zweimal gesagt, aber ist ja wurscht. Ich habe hier einen Umschlag und dann habe ich hier eine schöne Karte gebastelt. Das ist einfach so ein Tischdeckchen oder Kuchendeckchen, je nachdem, was man dazu sagt. Dann habe ich hier diese Streifen, sind Washi. Genau, zwei Washis. Dann habe ich hier Glitzersteine gemacht, drauf gemacht. Und dann hier ein ausgestanztes Teil, wo ich dann selbst eingefärbt habe mit Acrylfarbe, genau. Und dann habe ich noch zu diesem gelben Hintergrund einfach mal grüne Glitzersteine mit drauf. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ansonsten mache ich euch dann noch ein Foto. Gut, ich sehe schon wieder, der Akku ist schon wieder leer. Das war das eine Teil. Und dann habe ich. Wo ist es denn? Ich habe was gebastelt. Ich hoffe, das Akku oder der Akku hält noch. Ich habe eine Tasche gebastelt. Ansonsten füge ich euch. Muss ich die andere Kamera hernehmen? So, als nächstes habe ich eine kleine Schachtel gebastelt. Die ist total drollig. Das ist meine erste Schachtel. Die ist schon befüllt. Die möchte ich jetzt nicht zeigen, sonst ist ja keine Überraschung mehr für die Person, für die liebe Person. Und tada, ist das nicht süß? Ich habe da so manchmal gemacht. Also ich habe hier einen Stempel abgedrückt, dann habe ich das koloriert. Dann habe ich hier ein paar Blümchen, selbstgemachte Blümchen mit drauf geklebt. Hier habe ich ein paar Glitzersteine mit drauf und hier oben auch. Und hier ist eine rote Blume. Und ja, hier ist so ein Bändchen. Obwohl, das könnte ich jetzt auch mal zeigen, was da drin ist. Das ist eigentlich egal, ob ich das jetzt zeige oder nicht. Aber das ist ja wie nur so eine Kleinigkeit, dass man das befüllen kann. Ja, jetzt kriege ich den Knoten hier nicht auf. Habe ich zu fest zugeknotet. Also wie gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit, was da drin ist. So schaut es dann aus. Eigentlich ganz schön viel da drin. So, innen drin ist ein Adressenaufkleber von mir. Dann habe ich ihr Sticker mit reingelegt. Also hier verschiedene, diese Smiley-Sticker, die was bei Facebook und bei WhatsApp gibt. Als Tastatur finde ich total cool. Die habe ich ihr reingelegt. Dann habe ich ihr solche Ecken mit reingelegt zum Verbasteln, genau. Zum Tütchen. Dann habe ich ihr so, ich weiß nicht, das ist jetzt eingepackt, aber diese Klepperclips habe ich mit reingelegt. Zwei Stück, auch selbst gemacht. So. Was habe ich? Zwei Ecken. Dann sehe ich gerade, das ist doppelt. Dann habe ich ihr Knöpfe mit reingelegt. Zum passenden Thema. Das war nämlich Frühlingswichtel. Dann habe ich ihr so ein Bändchen in Gelb mit grünen Pümpchen mit reingelegt. Dann habe ich ein Holzschmetterling mit reingelegt. Und dann noch so Charms, kleine Pupseli-Dinger. So Engelchen, eine Hand, eine Blume, ein Schmetterling, alles Mögliche. Und dann habe ich ihr noch so ein Bändchen in Grün mit reingelegt. Das war's. Dann machen wir hier wieder zu. Oder ich mache das nachher zu. Also das. Die Karte bekommt sie, dann diese schöne Verpackung bekommt sie. Und dann hat sie sich gewünscht. Wo ist es denn? Dann hat sie sich von mir gewünscht, Stanzteile. Das habe ich ihr auch gemacht. Und dann kriegt sie noch eine kleine Überraschung von mir, weil sie so lange dafür warten musste. Leider, weil ich es nicht vorher geschafft habe. Dann habe ich ihr eine Maske mit Lavendel. Das passt halt zum Frühlingswichteln eigentlich ganz gut dazu, weil es sind ja Blumen im Hintergrund.
Das bekommt sie von mir. Und dann das hier habe ich hier auch gekauft. Das von den Sachen und von der Verpackung weiß sie nichts. Und von der Karte glaube ich auch nichts. Also das ist eine kleine Überraschung für sie. Und dann habe ich ihr eigentlich noch Stanz-Sachen mit reingelegt. Also eine Tüte, zwei Tüten, drei Tüten. Und irgendwo ist noch eine Tüte. Aber das weiß ich jetzt nicht, wo es ist. Oder waren es nur drei Tüten? Ich weiß es nicht. Oder ich habe die andere Tüte verlegt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die Sachen bekommt sie von mir. Deswegen wollte ich nur schnell abfilmen, dass ich da noch... Das ist meistens besser, als wenn ich das fotografiere und das Bild dann irgendwie verstrudelt. Also wie gesagt, das sind schon einige Sachen, was sie von mir bekommt. Und sie wird sich bestimmt mega freuen über die Sachen, denke ich einmal. Und die Karte kommt dann noch dazu. Die ist schon beschrieben. Und ja, das war's eigentlich. Ein kurzes Video. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüssi.